Der Behind-the-Sims-Livestream zu den Sims ist vorbei, welcher einige coole Dinge präsentiert hat. Wir haben neue Einblicke zu den Säuglingen, Project Renee und einen Teaser zu einer sehr baldigen Erweiterungspack-Ankündigung erhalten. Meine Reaction und erste Eindrücke zum Stream gibt es jetzt. Ihr wisst vielleicht schon, was die Entwickler im großen Behind the Sims Summit Livestream vorgestellt haben. Ich weiß es noch nicht, denn ich sitze gerade hier 4 Minuten vor Beginn des Streams vor meinem PC und bin extrem aufgeregt. Wir haben ja noch nicht wirklich große Anhaltspunkte, was genau kommen wird, aber ich lasse mich auf jeden Fall mal überraschen. Es geht richtig los, jetzt bin ich mal gespannt. Wer bist du denn? Dich kennen wir auch noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Es geht direkt, glaube ich, los mit neuen News zu Project Renee, aka The Sims 5. Oh, Grand Rodiac, einer der Gurus von den Sims, okay. Was kommt jetzt? Sie quatschen jetzt so ein bisschen über die nächste Sims-Generation. Was ist los mit Project Renee? Playtesting wurde jetzt angekündigt. Es können ausgewählte Spieler Project Renee ausprobieren. Haben wir ja schon ein paar Leaks bekommen. Hat schon stattgefunden. Project Renee soll immer Hand in Hand mit den Spielern so ein bisschen entwickelt werden. Also sie versuchen quasi schon erste Spieletests zu machen, um so ein bisschen die hinter den Kulissentechnik quasi irgendwie testen zu können. Darum geht es jetzt so ein bisschen. Wir sehen noch mehr von Project Renee. Das sind hier Materialien, die wir quasi den Möbeln geben können. Es wirkt jetzt hier schon echt so ein bisschen wie in The Sims 3. Wir haben ein paar neue Miniszenen hier gesehen. Wir können jetzt nicht nur am PC Project Renee genießen, sondern auch unterwegs auf dem Handy. Wir können quasi auf jedem Gerät mit jedem Spielstand so weiterspielen. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Eine sehr geile Idee. Die Entwickler wollen das dann auch so ein bisschen, je nachdem auf was für einem Gerät man spielt, soll dann Project Renee ein bisschen anders funktionieren. Okay, Project Renee kann sowohl Multiplayer- als auch Singleplayer-Spiel sein. Okay, man wird nicht einfach mit random irgendwelchen Spielern zusammengeworfen, sondern in Project Renee ist es so, dass man dann einfach mit seinen eingeladenen Freunden zusammenspielt, was ich sehr gut finde. Project Renee steht gerade extrem am Anfang, die Entwickler müssen dann noch deutlich mehr Daten sammeln. Es dauert also wahrscheinlich noch eine ganze Weile, mehrere Jahre wahrscheinlich, bis wir dann auch wirklich final Project Renee spielen können. Jetzt erfahren wir ein bisschen was über Simlish, wahrscheinlich jetzt nicht wirklich was Neues. Oh, Simlish World of the Day. Jeppa, okay. Ich mag irgendwie den ganzen Stil, in dem dieser Livestream gestaltet ist. Jetzt geht es um The Sims Mobile, ich kann mich ein bisschen zurücklehnen. Ich persönlich finde Sims Mobile irgendwie recht uninteressant. Bei Sims Mobile gibt es jetzt einen Disco-Plumbob. Beeindruckend. Aber irgendwie sieht er schon ganz cool aus. Den hätte ich irgendwie auch ganz gerne in The Sims 4. Was? The Sims Mobile wird schon 5 Jahre alt? Das Spiel ist ja echt auch schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Hätte ich jetzt tatsächlich weniger geschätzt irgendwie. Es gibt jetzt auch noch irgendwas zu Sims Freeplay. Habe ich auch nur so ein bisschen gespielt. Ich finde es irgendwie witzig, dass sie hier jetzt im Spiel die Entwickler, die man jetzt nur hört, irgendwie so im Spiel dann animiert haben. Es gibt jetzt eine Sim-FM-Station in Sims Freeplay, auch extrem spektakulär. Ich habe das Gefühl, die Häuser in Sims Freeplay sind detaillierter eingerichtet, als sie das in The Sims 4 sind. Das kann doch irgendwie fast nicht sein. Total traurig eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Die Entwickler richten ja gerne die Räume so ein bisschen sporadischer ein, auch wahrscheinlich, um so ein bisschen zu schauen, dass die Performance gut bleibt. Aber ich meine, wenn das ein Handyspiel hinbekommt, sollte das doch auch irgendwie auf dem PC möglich sein, oder nicht? Okay, wir bekommen mehr Infos, ja, zu den Säuglingen. It's a baby, ja. Okay, wir werden sie im Erstelle einen Sim-Modus erstellen können, wie cool. Die haben da so ein kleines Kissen hinten dran, endlich. Create your little one. Oh mein Gott. Okay, der Trailer sieht extrem cool aus. Ja, das kennen das kennen wir auch schon von den Babys. Oh, wie cool. Ey, wir haben so viel Gameplay da mit dazu bekommen. Cute Traits. Okay, wir bekommen eigene Merkmale für die Babys. Chaos, ja. Oh, schön. Jetzt bin ich gespannt, ob wir auch noch eine Uhrzeit bzw. allgemeine Zeit bekommen. Am 14. März werden also die Säuglinge in The Sims 4 kommen. Es gibt noch mehr Infos zum kommenden Update. Behind the Scenes. Oh, auch sehr spannend. Ich hoffe auch wirklich jetzt ein paar technische Behind the Scenes. Okay, wir sehen auch das erste Interface. Wie genial. Werden auch die Babys an andere Sims richtig geben können, was bei den aktuellen Babys, glaube ich, auch nicht der Fall war. Sie sind ja Objekte, das muss man beachten.
Wir sehen wir hier auch erste Animationen, wie das Baby hier so eine Treppenstufe hochklettert. Mega süß. Erstaunlich, dass sie das überhaupt im Spiel können, weil Babys, ich weiß gar nicht, wann die das überhaupt können, aber die Babys wirken schon relativ alt, sagen wir mal so. Wir sehen auch so viele Klamotten, die mit den Babys mitkommen, das ist echt genial. Okay, die Babys werden auch mit den Hunde und Katzen interagieren können. Okay, am 2. Februar werden wir die neue Erweiterung sehen. Boah, okay, der Livestream ist zu Ende. Es waren schon ein paar ganz coole Sachen dabei. Ich hätte vielleicht doch gehofft, dass wir nochmal was ganz Neues erfahren. Haben wir jetzt leider nicht. Finde ich, ist aber auch verkraftbar, weil irgendwie es war trotzdem sehr cool. Auch ein interessanter Fail. Jetzt geht der Livestream einfach irgendwie nochmal von vorne los. Da hat wohl niemand so richtig aufgepasst. Ach, aber irgendwie schön. Jetzt haben wir trotzdem nochmal so ein paar neue Infos bekommen. Ich muss mich trotzdem ein bisschen anhalten. Am Donnerstag bekommen wir schon die Ankündigung für die neue Erweiterung. Und auch beim Baby-Update hat man wirklich sehr viele coole Neuigkeiten irgendwie gesehen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Livestream auch verfolgt habt, wie er euch so gefallen hat. Es gibt ja große News, da können wir uns auf jeden Fall über was freuen. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.